Von hier aus ging eine kleine Gruppe in die Welt hinaus. Ich überlebte in dieser Ecke. Es war eine Ecke, wo das nicht zusammenstürzte. Ecken sind immer sicherer als lange Gewölbe. Und mein Glück war, dass ich in einer Ecke hier mein Quartier, mein Nachtlager aufgeschlagen hatte und dadurch überlebte. Und zwar genau an dieser Stelle, dahinter. Wir sind in den Graben gewesen und sind dann vormittags zweimotorige Bomber auf uns zugeflogen. Und in Panik sind wir aus den Graben weggelaufen aufs freie Feld. Ich bin auch gelaufen und habe dann das Pfeifen der Bomben gehört und habe vor mir ein Loch, ein Ort Kartoffelmiete oder Kartoffelkeller gesehen, aber ein ganz kleiner, und lass mich hineinfallen. Die Artilleriebeobachter, der Engländer oder wer immer auch, die Neuseeländer, hatten eine Stelle, die von mir zu erreichen war, mit Gewehrgranaten, konnte ich auf 60, 80 Meter ziemlich zielgenau schießen. Ich wusste, wo sie waren, hatte sie ja vorher mal überrascht und war in der Lage, sobald sie den ersten Schuss abgefeuert hatten und korrigieren wollten und dieses durchgeben wollten, habe ich dann mit meinen Gewehrgranaten mit zwei oder drei Schuss immer diese Aktion zum Stehen gebracht, denn die hörten bald auf zu schießen. Wir haben eigentlich nie wieder schwere Feuerüberfälle auf das Albaneta unter uns liegend, von uns von oben aus sehr gut zu sehen, erlebt. Einige Zeit später hatten die Neuseeländer eine Straße gebaut von Kaira nach hier, circa 14. Aber nu, wir hätten das jetzt ausschachten müssen, ausheben, ne? Ob immer du anscheinend haben, die aber schon die Tommies haben gesehen, dass da gebuddelt worden ist. Da müssen die vorher das SMG aufgerichtet haben. Denn wie wir da ankamen in der Dämmerung, fing das MG an. Du, mit drei Mann in das schmale Loch rein. Die Hacken, die Füße hinten, die gucken hinten raus. Ne? Das war viel zu kurz. Aber da gingen die Schüsse, du, die gingen kurz über uns weg. Du. Also. So. Das ist das sogenannte Felsennest, wo wir unseren zweiten Angriff vorgetragen hatten. Wir sind hier von der Anhöhe über den Rapido in dieses Gelände, was vollkommen versumpft war, weil die Brücke, die Eisenbahnbrücke, gesprengt war und der Rapido alles gestaut hatte. Wir lagen. Ja, det var nog den hemskaste upplevelsen jag har varit med om i mina dagar. Ja. Und wir Junge, habe ich das nicht im Kopf gehabt, dass mir daheim gedacht hatte, von wegen Frau oder Kind. Sonst für uns war der Einsatz da. Da blieb uns, da bitte ich um Feuererlaubnis, aber das wurde mir nicht gewährt. Und wie diese Panzer dann nach Norden hin, einfach Nebelgeschosse. Und dann hatte ich hier unten noch freie Fahrt und dann konnte ich auf diese Panzer schießen. Weil die konnte mein Kompaniegefechtstand nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie lange das Artilleriefeuer gedauert hat. Ich war geistig dann nach einiger Zeit total weggetreten.
Ich habe nicht mehr erfahren, wie viele Stunden das Trommelfeuer gedauert hat. Aber wie das Trommelfeuer aufhörte, war ich hellwach da. Wir haben sofort den Widerstand aufgezeigt und wir haben die Stellung gehalten. Anschließend wurde ich aber heruntergeholt mit einem Teil meiner Männer und ich wurde eingesetzt unten im Casino, als die Panzer eingebrochen waren.